Name ist Julia Schilling. Ich bin 25 Jahre alt. Und die letzten 6 Monate meines Lebens habe ich hier verbracht. In Südafrika. Daniel ist im Urlaub in Afrika und die beiden begegnen sich rein. Julia arbeitet da. Genau, Julia arbeitet da und Daniel ist im Urlaub und die beiden treffen sich auf einer Safari, die er über seinen Onkel, der diese Safaris unter anderem organisiert, beziehungsweise bucht sie. Und sie und ist dieser. Es macht Zusch. Es gibt diesen sogenannten Knalleffekt, dass man sich in die Augen sieht und einfach hin und weg ist. Weiche Knie hat. Und noch nicht weiß, wo das hingeht, was das wird, aber dass man mit diesem Menschen, in dem Fall mit dieser Frau, einfach sein Leben verbringen möchte. Können Sie denn bitte ohne das jetzt Bank verstauen? Na klar. Danke. Du musst derjenige, der hier sitzt, aber ziemlich kurze Beine haben. Das hoffe ich aber nicht, dass ich die habe. Danke, dass Sie meinen Rucksack. Wir können den auch nach hinten, da wo die Wasserflasche. Nein, das geht schon, danke. Wie es das Schicksal so will, treffen sich die beiden dann wieder und dann geht die Reise eigentlich los. Wie können unterschiedliche Stände, kann man sagen, zusammenkommen? Und wie gibt's das? Wie kann man das organisieren? Und dann gibt's heimliche Treffen. Das könnte alles so einfach sein, wenn es deine Mutter nicht gäbe. Daniels Mutter. Daniels Mutter ist natürlich die Intrigantin und will alles tun, damit verhindert wird, dass ihr Sohn mit Julia anbändelt. Wenn Sie gekommen sind, mich zu beleidigen, dann möchte ich Sie bitten, jetzt zu gehen. Sie wollen mich rausschmeißen. Dabei möchte ich Ihnen ein sehr großzügiges Angebot machen. Ich möchte, dass Sie aus dem Leben meines Sohnes verschwinden. Und zwar für immer. Natürlich müssen Sie das nicht umsonst machen. Das ist nicht Ihr Ernst. Die Unschuldsnummer ist hinreißend. Ist das Ihre Art, den Preis hochzutreiben? Wie viel soll es denn sein? Und seien Sie ruhig unverschämt. Ich will mir nichts nachsagen lassen. Und dann kommt eine andere Frau und ein anderer Mann ins Spiel. Genau. Das dauert ja eine Weile, bis alles gut wird. Aber es ist ja immer alles drin in diesen Geschichten. Sowohl, dass sie kämpfen wollen, dass sie neu ansetzen wollen, dass sie aufgeben, also resignieren, dass sie für sich selbst eine Lösung finden, sich versuchen, wieder anzufreunden und so weiter. Und das sind natürlich alles Dinge, die ja aus dem Leben gegriffen sind. Also in allen Nuancen habe ich das jetzt nicht schon durchgefrühstückt, aber in Ansätzen habe ich das schon auch erlebt. Also das ist ja ganz klar. Und das macht auch durchaus Spaß zu spielen. Auch wenn es Situationen sind, wo ich oft das Gefühl habe, meine Figur kann nichts anderes tun als reagieren und ist eigentlich nur da vor Ort und guckt halt seiner verlorenen Liebe hinterher, wie sie mit seinem eigenen Onkel da jetzt ganz tolle kreative Dinge entwickelt und bastelt. Danke, Frederik, für alles. Kommst du alleine zurecht? Mhm. Sehen wir uns morgen in der Firma? Auf jeden Fall. Weißt du was? Wir brennen durch nach Südafrika. Ich dachte, du bist spontan. Gut, dann verschieben wir es aufeinander. Ich bin froh, dass du da bist. Bitte. Ich bin total durchgefroren. Komm, ich bring dich rasch rein. Völlig wurzellos aufgewachsen und versucht jetzt, ihre Wurzeln zu finden, versucht sich jetzt zu verankern. Ich bin sehr, sehr bürgerlich, sehr gut behütet hinterm Deich aufgewachsen. Und seit ich erwachsen bin, stürmt das Leben nur so auf mich ein. Und ich reise rum und muss mich ganz vielen Dingen stellen. Und also es ist erstmal ein großer Unterschied, wo wir herkommen, wo wir hingehen. Und ich glaube, ich bin auch generell etwas nüchterner und spröder und rationaler veranlagt als Julia, die sich da immer ganz hineingibt und auch eher mal einen Schritt nach vorne macht und kämpft, wo ich vielleicht einfach zusehen würde. Ich möchte, dass du jetzt gehst. Nein. Nicht bevor wir miteinander gesprochen haben. Marie, ich möchte, dass du verstehst, was da zwischen Daniel und mir passiert ist. Ich wollte dich nie verletzen. Gib
mir die Tabletten wieder. Marie, diese Tabletten helfen dir nur zu vergessen. Das macht alles noch schlimmer. Wie können Sie es wagen, hierher zu kommen? Marie! Marie und ich haben etwas zu besprechen. Sie sind die Letzte, mit der Marie etwas zu besprechen hat. Verschwinden Sie! Das ist eine Sache zwischen Marie und mir, die geht Sie überhaupt nichts an! Wird das Bootshaus von deiner Familie eigentlich noch oft genutzt? Mm-mm. Meine Mutter und meine Schwester Patricia sind sowieso selten hier gewesen. Also erstmal hat mich dieses Set von Anfang an fasziniert. Das liegt aber, glaube ich, auch an meiner Herkunft. Das ist halt einfach zwischen Bootsschuppen auch aufgewachsen. aber ich finde, mir gefällt das Chaos. Mir gefällt generell Unordnung und alte Sachen. Und das ist für Julia und Daniel so ein Rückzugsort geworden, wo sie, ja, ich glaube, es ist wie, wenn Kinder sich eine Höhle im Wald bauen. Genau. Das ist einfach die Höhle. Das Indianerzelt unter der Decke, das ist... Das Schöne war, dass es wirklich niemand anderen gegeben hat, der hierher kam, sondern es war wirklich so ein Geheimversteck. Es zieht mich immer wieder zum Bootshaus. Dieser Ort gehört nur Daniel und mir. Auch wenn ich mal was sehe von dem, was wir gedreht haben, da sind dann Aufnahmen dazwischen, wo ich als Zuschauer denke, oh Gott, wo sind die denn? Ist das schön? Ja. Oh, das bin ja ich. Wo bin ich denn? Oh, denn also ich finde es so schön da. Und ich bin auch jedes Mal, wenn ich ein, zweimal die Woche da draußen drehen darf, so glücklich, dass ich in dieser Landschaft sein kann. Dann scheint auch die Sonne oder jetzt schneit es da gerade, der See ist zugefroren. Ich finde es einfach traumhaft schön. Ja, es hat wirklich was von einem Märchenland. Und das ist ja auch... Man fragt sich immer, wo ist denn das bloß? Wo könnte das denn sein? Es ist halt einfach, passt genau zusammen. Falkenthal ist ein Tal, ein Ort, ein Tal voller netter Menschen und ganz böser Intrigen und so weiter. Das ist wirklich so märchenhaft. Ich bin überrascht, wie viel ich als Schauspielerin gelernt habe. Ich habe mich zwar vorbereitet auf das Arbeitspensum, auf den riesen Stress, der mich erwartet, aber... Ich habe nicht gedacht, dass ich so viel Positives draus ziehen kann. Ich habe ja wirklich ein dermaßenes Plus an Arbeitserfahrung, an Dreherfahrung, was natürlich mit sich bringt, dass ich manchmal was sehe, was ich gemacht habe, wo ich denke, oh Gott, musst du da die Augen so aufreißen, dies oder das. Aber ich merke, wie ich einfach im Umgang mit der Kamera so viel lerne, so viel gelassener werde und mich wirklich, weil wir praktisch improvisieren. Wir proben ja nur ein paar Mal. Und wenn man dann gute Kollegen zur Seite hat, dann gelingt es manchmal, sicherlich nicht immer bei dem, was wir am Tag drehen, gelingt es manchmal, sich in eine Situation so reinzuversetzen, dass man sie wirklich erleben kann. Weil man an die Kameras so gewöhnt ist, dass man spielt. Spielt wie am Theater, aber für das Fernsehen. Und das macht irre Spaß. Bitte geh nicht! Was würdest du denn gerne mal spielen, Susanne? Ich würde gerne sowas spielen wie Alias. Ich wäre gerne eine Doppelagentin, die immer in unterschiedliche Kostüme schlüpfen muss, unterschiedliche Rollen in unterschiedlichen Ländern mit unterschiedlichen Sprachen. Und mal ist sie böse, mal gut, mal hat sie schwarze Haare, mal rote, mal blonde. Mhm. Und man kann sie immer kaum erkennen, weil dann ist sie eine Geisha. Und dann ist sie irgendwie so eine dänische... Naja, auf jeden Fall muss sie immer kämpfen und am Ende gewinnen und die Welt retten. Was würdest du gerne mal spielen? Ich würde ganz gerne so eine Figur wie der talentierte Mr. Ripley spielen. Also ein... Matt Damon hat den gespielt, ja. Und das ist halt einfach ein Kopisten quasi. Und also auch auf jeden Fall einer, der lieb und nett scheint und so weiter, aber der einfach eine ganz, ganz schattige Seite hat. Er ist jetzt nicht der normale Bösewicht, aber... Du mit deinen Schatten. Er wird so schattig, ja. Ich glaube, der Roman hat einen Schatten. Ich glaube, ich habe einen Schatten, aber das würde ich gerne mal spielen. Sowas. Mhm.